Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum zweiten Part des Daily Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach. Wir sind am Start und heute geht es weiter unter anderem mit dem Finale im European Shield gegen, mal sehen, außerdem müssen wir erstmal gegen Stade Rennes gewinnen, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Und ich habe bisher festgestellt, das ist gar nicht mal so einfach, aber gegen Celta Vigo haben wir gewonnen, deswegen hoffentlich auch gegen Rennes. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären richtig nice, die letzte Episode ist sehr gut bei euch angekommen, auch die Kommentare sehr, sehr schön, weiter so, keep it up und schreibt sehr viele Spieler weiter in die Kommentare, die ihr eventuell bei Borussia Mönchengladbach sehen wollt. Das Ding ist jetzt bei der ganzen Geschichte, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie viele Spieler will ich kaufen, soll er nicht. Ich werde natürlich nicht alles Geld ausgeben, das hatte ich gar nicht vor. Ich will allgemein nicht so viele Spieler kaufen, weil mir der Kader so relativ gut gefällt. Ich kann Kram beispielsweise nicht verkaufen, das kann ich erst im Winter. Also im Winter werden wir wahrscheinlich, wenn wir dann sehen, wo wir stehen und wenn wir sehen, welche Spieler gut und welche schlecht funktionieren, dann werden wir richtig einkaufen. Momentan noch nicht so viel. Ich habe trotzdem mal ein paar Spieler auf die Wunschliste gesetzt. Die gucken wir uns gleich an. Zunächst einmal Info. In der Videobeschreibung gibt es natürlich ganz viele Links zu meinen Social Media Seiten. Dazu haben wir dann auf FIFA 17, wenn ihr so noch vorbestellen möchtet. Dazu könnt ihr gerne beim Merch-Store vorbeischauen, da gibt es demnächst wieder coole Designs und natürlich könnt ihr da auch mal vorbeischauen, IGVault auschecken für günstige Münzen, beziehungsweise natürlich auch Microsoft-Guthaben. So, gucken wir einfach mal nach, wen ich da auf die Wunschliste gesetzt habe, nicht Transferverhandlungen, das ist falsch, sondern die Wunschliste, genau. Da haben wir einmal Boscagli, das ist Innenverteidiger, das ist ein Innenverteidiger von OGC Nice, also von Nizza, den wir ja auch bei Liverpool schon hatten, ist ein guter Mann, ich weiß nur noch nicht so wirklich, ob ich den haben will. Dann haben wir Juri Thielemans von Anderlecht, ist in Realität in Verbindung gebracht worden, könnte ich mir sehr gut vorstellen fürs zentrale Mittelfeld. Ich glaube, das ist so der, den ich mir am besten vorstellen kann, tatsächlich zu holen. Und Martin Ødegaard, den ich mir aus Gründen nicht so wirklich gut vorstellen kann, die Gründe werdet ihr morgen erfahren, ja. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch und ich glaube, dass ich das nicht mache, zumal Eberl ja sowieso gesagt hat, dass es Quatsch ist. Und auch wenn Thielemans nicht unbedingt 100.000% realistisch ist, sie sind in Gesprächen mit ihm, er ist nicht deutschsprachig, aber wir sind ja auch nicht Darmstadt. Grüße an Schlappi an dieser Stelle. Grüße übrigens auch an Jonas King an dieser Stelle, der das immer wieder bemerkt hat. Und ja, deswegen Thielemans wäre auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Ich habe noch zwei weitere eigentlich dazu genommen. Allerdings sind die wahrscheinlich jetzt hier aufgelistet. Genau, und zwar einmal Maximilian Philipp von Freiburg. Wäre ein interessanter Mittelstürmer, könnte ich mir theoretisch gut vorstellen. Und Alexandro Maxim, aber da warten wir beide Male erst die Scout-Berichte ab. Maxim wäre ein guter Backup für Stindl, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Allerdings haben wir da auch noch Hazard, trotzdem vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann noch Maxi Philipp, das wäre auch nochmal ein offensiver Spieler, aber warum nicht? Können wir da mal schauen. So, wir gehen weiter, wir haben hier noch einen aus Belgien, in Spanien mit dem belgischen Scout, okay, und Italien haben wir einige Spieler am Start, Peñaranda beispielsweise, den ich tatsächlich mal scouten werde, weil der 19 interessant ist, Lapadula, De Frel und so weiter und so fort, aber alles nicht so krass und ich werde mal einen Scout abziehen und zwar den aus den aus der portugiesischen Liga und werde den zurückrufen, damit ich diese Spieler früher oder später scouten kann, die ich momentan noch nicht scouten kann, weil wir keinen Scout verfügbar haben. Ich hoffe, das ergibt Sinn. So, erstmal gehen wir ins Training und da haben wir natürlich wieder Christensen dabei und so weiter und so fort und schau mal nach, wie sich das Ganze so entwickeln wird in dieser Episode. Ach, direkt mal ein B bei LV, der in allen Stats steigt. Sehr, sehr schön. Dazu Hazard und Schulz. Endlich mal mit einem guten Ergebnis. Das sieht man noch gerne. Jetzt müssen wir nur weitermachen und weiter simulieren und mal sehen, ob wir eventuell irgendwie Fortschritte bekommen bei Dominguez und natürlich auch noch bei Drimmage. Sieht momentan nicht so aus. Halt, einmal spielen wir jetzt gegen Stade Rennes und dafür müssen wir unsere Elf aufstellen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wen ich da reinnehmen möchte. Strobel, Christensen oder Vestergaard. Elvedi nehme ich mal raus, weil das Halbfinale. Nehmen wir Vestergaard und Christensen rein, weil das sind die Bestbewerteten. Dann nehmen wir Korb aus dem Mittelfeld raus, nehmen wir Kramer da rein. Vorne rein kommt Hazard und dazu noch Raphael. Rechts Hermann passt. Links werden wir auch nochmal Traoré hinstellen, das ist gut. Ja, Lichtsteiner, der Vorschlag hat mir übrigens auch gefallen, aber der ist mir ein bisschen zu alt. Ich glaube trotzdem, ich werde tatsächlich, wenn ich gerade so nachdenke, nochmal auf die Beobachtungsliste setzen, beziehungsweise scouten lassen, weil wir wollen eventuell 3-5-2 ja spielen und theoretisch wäre das ein sehr cooler Spieler für diese Formation, weil er halt nach vorne und nach hinten arbeiten kann und das auch sehr gerne macht und in beiden Areas Qualitäten hat. Ich habe immer noch teilweise dieses Englische im Kopf. Ach, 32 ist halt, es ist halt schon eine Menge, ne? Und er müsste Stamm spielen, weil sonst wäre er nicht zufrieden. Nee, Lichtsteiner holen wir nicht, das ist, nee. Nee, nee, der kann zwar ein bisschen Deutsch auch natürlich, weil er Schweizer ist, aber ich lasse das erstmal so und wir simulieren das Spiel gegen Stade Rennes. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Es könnte natürlich, recht hart werden, aber hoffentlich gewinnen wir es einfach. Stindl das 1:0 nach 8 Minuten, Kramer gelb. Stindl hat heute übrigens auch in Realität getroffen beim 2:0-Sieg gegen Ingolstadt. Müssen wir mal schauen, spielen wir ja auch noch gegen jetzt hier in der Saison früher oder später. Mal sehen, ob wir oder wann wir Gladbach reingeholt haben.
Ich denke mal relativ schnell. Und dann müssen wir auch 2-0 gegen Ingolstadt natürlich gewinnen. Kramer das 2-0, das sollten wir gewinnen. Oh, Sio noch mit dem Anschlusstreffer, aber wir gewinnen es tatsächlich. Ja, das ist doch schön, damit sind wir im Finale und das werden wir gleich spielen. Das erste Spiel, was ich überhaupt auf Legende spiele in diesem FIFA. Ich bin gespannt gegen Torino, gegen die wir ja, glaube ich, sogar unentschieden gespielt haben oder so. Leicester, Millionen. Also 5 sind echt zu wenig. 7 Millionen wäre noch okay. Könnte ich mit leben. Maxi Philipp haben wir schon den Abschlussbericht. Das ist schön. Pressekonferenz. Wir loben natürlich unsere Borussia. Und Philipp hat ein 74er-Rating. Ist 22 Jahre alt. Ich glaube, da frage ich einfach mal an. Tatsächlich werde ich in diesem Karrieremodus auch Anfragen starten, weil ich wirklich eine Preisvorstellung haben möchte, bevor ich ein Gebot mache. Normalerweise mache ich direkt ein Gebot, weil Anfragen eigentlich dumm sind, weil sie dann alles erzählen können. Aber ich werde es hier halt trotzdem so machen. Bin ich mal gespannt. So, und jetzt geht's ins Finale gegen Torino. Passiert vorher noch irgendwas, ist die große Frage. Training kann vorher nicht mehr passieren, weil das Spiel dann am Sonntag ist. Und Transfers, das dauert lange, ja. Drimmage, 6,5 Millionen. Ist halt ein direkter Konkurrent, deswegen ist es schwierig, da zu sagen, okay, geben wir einfach ab. Deswegen ein bisschen mehr wäre schon auch ganz schön, zumal die ja schon einen starken Sturm haben, ne? Und das würde in der Breite nochmal stärker machen, man muss ein bisschen auf die Konkurrenz achten. Anfrage zu Philipp, 7 Millionen. Laszlo Benes, oh, der geht zu Dresden, das ist schön, das gefällt mir, da kann er sich bestimmt gut entwickeln. Vor allem, weil Dresden auch nicht den allerstärksten Kader hat, zumindest in FIFA nicht. 7 Millionen ist natürlich eine Menge, eine ganze Stange Geld. Gucken wir nochmal vorher kurz nach, wie viel der denn tatsächlich wert sein würde, nach Ansicht der Scouts, beziehungsweise des Scouts, der auf ihn angesetzt war. Thorsten Graf sagt 7 Millionen. Die, nein, oder? Das ist locker der Wert, den jetzt einfach Gladbach angegeben hat. Normalerweise, die werden doch nicht einfach nur den Marktwert verlangen. Wobei, der ist natürlich, ja, der ist natürlich nächstes Jahr dann ablösefrei. Aber noch nicht alt genug, glaube ich, für einen Vorvertrag. Wir versuchen mit 6 Millionen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ingame-Sound. Verdammt, ich habe die Vorschau angelassen. Weil gerade, ich habe gehört, die soll man ausstellen. Dann ist der Ingame-Sound besser. So muss ich nachsynchronisieren. Mal schauen. Vielleicht lasse ich den Ingame-Sound auch einfach raus. Ich glaube, ich lasse den Ingame-Sound raus. Zumindest für diese Episode mal. Ja, für diese Episode lasse ich ihn raus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich werde Musik in den Hintergrund legen. Alberto Peñaranda oder Peñaranda. Entschuldigung. Sehr guter Spieler, aber werde ich mir nicht holen. Ich habe ihn nur mal auf der Liste. Vielleicht können wir uns den trotzdem irgendwann auch holen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht holen wir den im Winter. Was haltet ihr von Peñaranda? Haut's mal rein. Bin ich gespannt. So, und Martin Ødegaard haben wir gescoutet. Fertig gescoutet. 70er Rating. Der ist auch nicht gut genug für Gladbach. Das ist bei Thielemann schon mal eine andere Geschichte noch, aber bei Ødegaard weiß ich nicht. Elvedi würde gerne spielen. Die Aufstellung werden wir gleich noch mal kurz modifizieren. Wir werden nämlich jetzt nicht mit der besten Elf spielen, weil wir ja nicht simulieren. Und bei Simulation kommt es ja immer so ein bisschen auf die Ratings auch noch an. So, ganz kurz. Wunschliste ist hier, genau. Und dann können wir jetzt die Spieler scouten. Zack. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommen wird bei Thielemann und Boskagli. Innenverteidiger brauchen wir so gesehen. Wobei, wenn wir mit drei Innenverteidigern spielen. Wir haben Dominguez so gut wie verkauft, wir haben die drei, wir haben Schulz dazu, der 21 schon ist und dementsprechend eigentlich keine Rolle spielt. Strobel haben wir noch, Elvedi, Ducouré, eigentlich haben wir genug, aber wir können ja trotzdem theoretisch Boskagli holen. Schreibt mir wie gesagt Meinung in die Kommentare, vielleicht holen wir noch einen Innenverteidiger, müssen wir mal schauen. Muss ich vielleicht auch nochmal gucken in den Kommentaren, ob ich da nochmal einen deutschen Innenverteidiger finde, den ihr gerne sehen wolltet. Aber wie gesagt, vor allem wichtig, votet die Kommentare von den anderen Leuten hoch. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil dadurch sehe ich extrem, was euch gefällt. Und wenn ich immer die Namen nacheinander lese, ich weiß nie, welcher wirklich gefallen hat oder weil ich mir nie wirklich merken kann, wie oft der Name da schon stand. Deswegen liked mal wirklich, das bringt tatsächlich was. So, links werden wir mit Johnson spielen, zentral nicht mit Traoré oder doch. Kann Stindl noch Sechser spielen oder Achter? Nee, kann er tatsächlich nicht mehr. Haben die ihn verhunzt? Früher war der mal Sechser, Freunde. Das kannst du so nicht machen. Okay, dann spielen wir tatsächlich mit Kramer, weil er gut in Form ist. Elvedi wollte spielen. Für wen? Für Vestergaard, weil der als einziger nicht gut drauf ist. Und dann denke ich mal, haben wir das. Raphael vorne mit Hazard. Nee, dann nehme ich Hahn rein. Hazard können wir immer noch einwechseln. Mal schauen, im Sommer packen wir den Kasten für Sippel. So, alles klar, damit können wir loslegen. Legende Diesig ist das Wetter. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das werden wird. Normalerweise ist das eigentlich kein Problem, weil Diesig im letzten Jahr noch hieß, dass es einfach so ein bisschen, ja, so dämmerungsmäßig, einfach nochmal ein bisschen, halt nicht kompletter Sonnenschein, nicht so heiß, sondern einfach eine angenehme Atmosphäre. Ich liebe Diesiges Wetter, habe es letztes Jahr zumindest geliebt. Oh, ich habe so lange kein FIFA 17 mehr gespielt, wirklich. Nur Anstoß und das ist am Donnerstagabend gewesen, jetzt ist es Samstagabend. Oh, schöner Freistoß, Stindl. So, dürfen wir Start langsam mal drücken? Jawohl. Und damit starten wir rein gegen den FC Turin. Und zwar
Warum bleibt es schwarz? Ah ja, oh, guck mal, das sieht doch geil aus. Orangener Himmel, schon ein bisschen zu dunkel. Wir sind noch im San Siro, dementsprechend ist es nicht mehr ganz so hell. In Italien ist ja immer früher dunkel, aber ist ja logisch, dass wir in Italien sind. Der Cup ist ja auch in Italien. Sieht sehr geil aus, ich bin gespannt. Martin Tyler und Alan Smith sind die Kommentatoren, aber ihr hört sie ja nicht, weil Ingame Sound ist wie gesagt aus. Wir sehen die Mannschaften einlaufen, weil es das European Shield ist, weil es ein Pokalfinale ist. Zeige euch das tatsächlich mal. Normalerweise werde ich das halt skippen, aber auch weil es das erste Spiel ist, was wir in den Karrieremodus machen, zeige ich es euch. Die Fans von Torino haben kein Gesicht so wirklich, aber sind wahrscheinlich gut gelaunt. Und das ist wohl der Trainer von Torino. Ne, das bin ich. Bin ich das? Ist das? Ich habe keine Ahnung. Spielerdebüt Adam Ljajic spielt bei Torino mittlerweile, früher ja bei Fiorentina und Rom gewesen. Müssen wir mal schauen, wie der sich gleich präsentieren wird. Ich glaube, den ich da sehe, in der Mitte der kleinere, die 14, ist das Martinez? Ich glaube nicht, oder? Weiß es aber auch nicht. Das ist der Cup, um den es geht. Sieht ein bisschen wie eine Salatschüssel aus, aber nicht so salatschüsselmäßig wie die Meisterschale in Deutschland. Ja, Hermann haben sie beispielsweise ganz gut getroffen. Der Hut sieht nicht ganz realistisch aus, aber naja. So, Joe Hart sieht halt schon, der sieht halt schon echt gut aus, ne? Also, gut getroffen. Bin ich mal gespannt. So, Kameraeinstellung, das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Meint ihr, ich soll die verändern oder nicht? Ich werde sie jetzt einfach mal verändern. Ich werde das standardmäßig lassen. Ach nee, ach ja, genau, so habe ich es eingestellt. Individuell 12 und 12. Müsst da mal schreiben, ob ihr es irgendwie ein bisschen weiter weg haben wollt oder so. Aber ich spiele auf jeden Fall erstmal mit den Einstellungen. Der Indikator ist ziemlich groß. Aber egal, wir legen los. Hat sich sogar gereimt jetzt noch. Und schauen mal, was hier so gehen wird. Wie gesagt, erstes Spiel seit Ewigkeiten in FIFA 17. Und vor allem erstes Spiel überhaupt, dass ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad Legende. Aber dafür scheint sie nochmal ganz gut loszugehen. Stindl, das war nicht ganz so stark. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Torino sich präsentieren wird. Ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. An sich ein guter Verein mit starken Spielern. Zappacosta ist auch ein Ultimate-Team, eine sehr gute Karte. Hart im Kasten, Benassi, dann Vives haben wir ja schon gesehen. Ljajic ist auch kein schlechter. Jago Falke ist auch definitiv nicht zu unterschätzen. Aber werden sie uns zerstören? Momentan sieht es gerade so aus, wenn ich mal sehe, wie Elvedi da stark gemacht hat er und rausgespielt. Kombinationsfußball, sehr schön. Stindl, dann schwache Ballannahme, aber wir haben den Ball ja noch. So, André Hahn, ein bisschen ruhiger spielen, Dahoud. Und erstmal den Lauf von Raphael und der hat ja die Dribbling-Skills. Sehr schön, wie er da vorbeigeht. Ja, kann er nicht in den Lauf spielen. Schade, das wäre gut gewesen in der Situation. Aber naja. So, Elvedi, schöne Balleroberung, gut gemacht. Jetzt André Hahn mit der Gelegenheit. Macht das da nicht gut, rennt direkt in den Gegner rein. Und wieder Zappacosta. Theoretische Konterchance für Torino. Jetzt aufpassen, Laufweg unterbinden. Das ist sehr, sehr stark gemacht. Belotti und jetzt raus da auf Jago Falke. Und der gegen Janschke müssen hinten rum spielen. Wieder Jago Falke, wunderbares Dreieck da gebildet. Aber der Hut ist da. Der Hut ist da und Janschke, das ist sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir Lars Stindl wieder am Ball. Sehr auffällig in dieser Anfangsphase mit der Hacke. So, und jetzt Kramer und Hermann ist draußen da. Und der ist ja schnell, sollte auch schneller sein als Avelar. Aber der kam da gut angelaufen, hat den Laufweg so ein bisschen unterbunden. Aber jetzt der schöne Pass auf André Hahn und der ist im 16er. André Hahn scheitert an Joe Hart und Johnson. Und da ist wieder Hahn. Ja, das wäre direkt mal eine sehr schöne Situation gewesen dafür. Das 1-0, aber es bleibt beim 0-0. Trotzdem, das war definitiv nicht so schlecht gespielt auch. Wieder der Ball raus auf Hermann, Kramer. Dreierkette muss ich mich auch dran gewöhnen. Natürlich habe ich auch noch nie gespielt dieses Jahr. So, Johnson. Ja, gut. Mit links flanken wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Aber da war gerade die Situation bzw. die Stellung nicht perfekt. Oh, Stindl mit dem Ballverlust. Johnson aber wollten sich gleich zurück. So, schlechter Pass. Ganz, ganz schwach. Und jetzt aufpassen, dass wir nicht in den Konter reinlaufen. Toni Janschke, schöne Balleroberung. Jetzt gegen Moretti, okay, hat nicht funktioniert. Und Castan, der mittlerweile auch bei Turin spielt, ehemaliger Roma-Spieler, genauso wie Ljajic ja auch, der Brasilianer. Wieder gutes Tackling von Janschke war es, glaube ich. Ein schwacher Pass von Dahoud. Mittelfeld ist momentan noch das Fehlpass-Area bei beiden Teams. Jetzt Belotti ist ein starker, junger Nachwuchsstürmer. Aber wir können das Ganze erstmal klären. Jetzt eventuell eine Kontersituation. Dafür haben wir eigentlich die Stürmer, beziehungsweise die Spieler, aber da sind wir gerade nicht ideal gelaufen. Schade eigentlich. Gerade eben hat es ja schon einmal ganz gut funktioniert über den schnellen Hermann. So, Kramer kommt im Mittelfeld nicht in den Zweikampf so wirklich rein. Jetzt aufpassen, dass wir da nicht die Flanke reinbekommen von Jago Falke. Der war übrigens die 14. Und nicht Josef Martinez, der ehemalige Mann vom BSC Young Boys Bern, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt der gute Pass in 16er und Christensen, da bin ich gut hingelaufen. Das haben wir stark verteidigt. Oh, und dann ganz, ganz schwach da außen gegen Ljajic, der sich den Ball zurückholt. Belotti,
Ja, okay, an der Eckfahne kann er bleiben, theoretisch, das ist kein Problem. Und wir klären das mit ein bisschen, naja, nicht unbedingt Souveränität. Raphael, so, raus auf Johnson. Und der ist ja bekanntlich auch relativ schneller Spieler, aber wieder gut dazwischen gegrätscht. Von der Hintermannschaft von Torino. So, Falke. Und Baselli gegen Kramer. Der holt sich den Ball, Stindl. Und jetzt wieder Gelegenheit für einen Konter, aber die Spieler laufen nicht ideal. Stindl, und jetzt ist André Hahn wieder mit ordentlich Platz ausgestattet. Ist im 16er, muss den machen. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Den hätte er machen dürfen. Definitiv. Ja, total verzogen. Vielleicht ein bisschen früher abschließen. Normalerweise muss das 1-0 sein. So bleibt es beim 0-0 nach 35 Minuten. Wäre natürlich schön gewesen, einfach hier in Führung gehen können. Aber das schaffen wir hier nicht, leider. So, Zappacosta. Von Raphael haben wir bisher noch nicht viel gesehen. Der ist noch nicht wirklich in der Partie drin. Ah, so. Schön gestellt hinten. Machen sie gut, aber Elvedi, der auch eine gute Partie spielt bisher, ist da. Ball haben sie trotzdem, und wieder ist Elvedi dazwischen. Ich stelle mal auf Konter die Taktik ein. Vielleicht bringt das ja was. So, Raphael. Ah, mit der Hacke, aber Stindl war schon ein bisschen zu weit. Und da liegt einer im Mittelkreis und das sieht aus wie Hahn. Oh, Kramer, starke Balleroberung, jetzt abgepfiffen, und es ist André Hahn tatsächlich, das sieht gar nicht schön aus, sein Fuß da. Das heißt, Hazard kommt leider früher rein, als wir geplant hatten. Wobei ist es passiert? Ah, unglücklich, und das sieht nicht schön aus, der Fuß. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, wir hatten den Ball, Freunde. Warum? Okay, Fair Play, ist ja auch egal. Joe Hart, Fair Play wäre jetzt ein Eigentor, oh, sah fast so aus. So, Toni Janschke ist nicht groß, ist nicht kopfballstark, kommt da auch nicht ran, aber Defensiv-Skills hat er, da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, das war schwach von mir, gibt aber keinen Foul, obwohl er da den Fuß weggezogen hat in meinen Augen. Jetzt schön direkt gespielt, und Fabian Johnson, Kopfballstärke haben wir jetzt ohne Hahn natürlich noch weniger als vorher, aber Johnson macht das da alleine, funktioniert auch nicht ganz. Also bisher absolut noch kein Spiel, was irgendwie Torchancen bietet. Wir haben Halbzeit und wir schauen mal auf die Statistiken. 4 Schüsse, einer aufs Tor, ein bisschen mehr Ballbesitz für Torino. Passgenauigkeit ist gut bei beiden. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Wechseln möchte ich erstmal noch nicht. Die machen es. Joel Obi kommt rein, genau, für Giuseppe Vives. Ja, müssen wir gleich mal schauen, ob wir den nicht eventuell noch mal ein bisschen genauer betrachten müssen, den Kollegen Obi. Ist ein Spieler, den ich gar nicht einschätzen kann. War früher eine ziemlich geile Karte in Ultimate Team. Mittlerweile nicht mehr viel von dem gehört. Früher ja auch bei Inter gewesen, meine ich. Und nicht bei Turin. So, Avila. Natürlich sehr große Lücken, auch gerade im Mittelfeld da, wo wir halt einfach gar keine Spieler haben. Das liegt vielleicht auch an der Dreierkette, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ist auch schwer, das nach einem Spiel zu analysieren. Weil wir es ja überhaupt nicht vergleichen können, ganz schwacher Pass da. Geplant auf Hermann, kam aber gar nicht an. Und jetzt ist Joel Obi da, und ich habe gerade noch gesagt, auf den müssen wir eventuell aufpassen. Elvedi hat das aber gut gemacht und geht wieder klasse dazwischen. Und Patrick Herrmann, so, nach vorne auf Kramer, und das gibt kein Foul wieder, uiuiui. Oh, und das war stark gemacht von Belotti, Christensen und Sommer. Muss erstmals eingreifen, die beste Chance bisher, definitiv in dieser Partie durch Diego Belotti, oder heißt er Andrea, ich habe keine Ahnung. Und die Ecke ist gut, 1-0 Torino. Sowas habe ich in FIFA zugegebenermaßen noch nie gesehen, so eine Variante. Auf dem zweiten Pfosten, unsere Abwehr hat komplett geschlafen. Und dementsprechend führt Turin mit 1-0. Das war stark gemacht, da kann man absolut nichts gegen sagen. Die Fans natürlich hochzufrieden damit. Auf den ersten Pfosten verlängert, auf den zweiten keiner läuft mit und er steht komplett frei. Darf so normalerweise nicht passieren, aber so Moretti, der Innenverteidiger, mit dem 1-0. Und wir müssen jetzt natürlich kommen und müssen darauf sozusagen reagieren. Nicht nur sozusagen, wir müssen darauf reagieren. Konter ist jetzt nicht mehr unbedingt die Marschroute, sondern hoher Druck. Aber ich bin auch echt noch nicht gewöhnt an dieses Spiel. Bewegungsabläufe habe ich noch nicht ganz so drin. Sehr schön von Mahmoud Dahoud. Hermann, sehr langsam reagiert da. So, jetzt aber vielleicht ein bisschen besser gespielt. Raphael
Hazard und da ist Stindl. Stindl auf Hazard. Thorgan Hazard und Joe Hart. Den kannst du natürlich nicht so leicht überwinden, das ist klar. Den englischen Nationaltorwart. Aber vielleicht ja jetzt per Ecke die erste für uns in dieser Partie. Hermann bringt die rein. Raphael geht zum Kopfball. Stindl und Hart hat ihn und faustet ihn dann weg. Natürlich bitter, dass die Ecke ausgerechnet auf den kleinen Raphael kommt. Aber es war ja trotzdem gefährlich. Diesmal bringen wir sie ein bisschen weiter rein. Zirkeln die, aber das Ganze funktioniert noch nicht so. Ich habe noch nicht ganz raus, wie Ecken funktionieren. Muss ich mir vielleicht irgendwann nochmal einprägen. Vielleicht habt ihr da Tipps, schreibt sie in die Kommentare. Und jetzt die Kontergelegenheit natürlich für Torino. Das ist klasse gespielt, aber Sommer sollte da sein, ist er auch. Die Sache ist jetzt nur jetzt, ja okay, Hermann ist da frei, aber da war er dann doch schon wieder zu bedrängt nach diesem Abwurf. Und Torino kann den Ball zurückerobern und ist wieder an unserem 16er. Die spielen das halt auch wirklich stark. Schöner Schussversuch und Sommer ist wieder da. Jetzt einfach nach vorne. Hazard, so, auf Raphael. Oh, ganz, ganz schwach angenommen. Von Raphael siehst du gar nichts. Der ist bisher ganz, ganz schwach in dieser Partie. Deswegen nehme ich ihn jetzt auch raus. Die Frage ist nur, wen bringen wir dafür rein? Haben nicht so viele Offensive mehr dabei. Stindl geht jetzt in den Sturm. Hofmann auf die 10. Mal sehen, ob das funktioniert. Bin ich gespannt. So, oh, da ganz wieder schwach verteidigt mit Patrick Hermann. So, jetzt Hazard und da Hut. So, jetzt muss mal was passieren. Zack, Ball raus auf Hazard. Der nimmt den mit. Und da ist Stindl. Das war wieder schwach gemacht von mir. Hätte ich deutlich besser spielen müssen. Da Hut. Und wieder Stindl. Und Raphael, der aber nicht an den Ball rankommt. Und dann grätscht er da in Joe Hart rein. 72. Minute. Wir müssen ein bisschen nach vorne kommen, weil momentan sieht das noch nicht sonderlich gut aus, was wir da machen in der Offensive. Und wir müssen den Ausgleichstreffer schießen. Ansonsten gewinnt Turin diesen European Shield. Und das wollen wir natürlich normalerweise nicht zulassen. Johnson mit der Balleroberung. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Über die Außenbahn. Da kommt keiner so wirklich hinterher. Ist ja auch ein Schneller. Flanke auf den zweiten Pfosten. War, glaube ich, abgefälscht. Hoffe ich. War er nicht. Oha. Das war dann ganz, ganz schwach, dieser Flankenball von unserem US-amerikanischen Außenspieler. So, Janschke. Und jetzt Hofmann. Gerade eingewechselt. Wie gesagt, das ist ein Schneller. Und das zeigt da hier. Ah, aber dann ein bisschen zu wenig Platz, beziehungsweise ein bisschen zu weit den Ball vorgelegt in der Situation. Ah, Hermann macht den Druck. Wir stellen auf sehr offensiv. Jetzt haben wir sie zumindest gerade ein bisschen tiefer drin in ihrer eigenen Hälfte. Aber sie können sich natürlich auch ein bisschen tiefer reinstellen. Müssen nicht mehr nach vorne spielen. Sie führen ja. So, da Hut. Das Kopfball, der musste gewinnen. Tut er nicht. Ah, da ist Lia jetzt dann gewesen. So, Christensen stark gemacht gegen den Serben. So. Schön direkt gespielt und jetzt Mahmoud Dahoud. Der ist natürlich absolut nicht der Schnellste. Ah, und Hazard kommt dann da nicht an den Ball ran. Und es gibt jetzt wieder eine Verletzungsunterbrechung und diesmal Mahmoud Dahoud. Was ist denn los? Das ist ja ein solchen Spiel hier. Auch Dahoud verletzt sich. Genauso sah das aus wie bei, sag schon, wie bei André Hahn. Ja, und bei ihm ist es der linke Fuß auch. Nicht schön. Müssen wir ihn wieder wegspielen? Das ist absolut lächerlich. Warum müssen wir den Ball wegspielen? Wir hatten den Ball doch. Na. Kopfball will gewinnen, Kramer. Oh nein. Egal. Ab nach vorne. Wendt auf Christoph Kramer. Stindl raus auf Johnson. War ein bisschen zu kurz gespielt. Hätte ein bisschen steiler sein können. Das ist auch wirklich sehr, sehr unbeweglich da außen. Das gefällt mir noch nicht so. Bin ich noch nicht dran gewöhnt hier in FIFA. Langer Ball, Elvedi ist da. So, alles nach vorne. Totaler Angriff. Bayer Borussia. Ganz, ganz schwacher Pass von Christensen. Direkt in den Fuß von Djajic. Aber er holt sich den Ball nochmal zurück. Und das auch noch ein zweites Mal. Aber das gibt Foul. Das gibt Foul. Ach Mensch, das ist nicht gut. 90. Minute, 3 Minuten Nachspielzeit, noch haben wir die Gelegenheit, wir brauchen aber den Ball dafür natürlich. Oh, und das ist ein super Pass in die Spitze, Sommer mit dem Superman-Dive und hält diesen Ball. Und trotzdem ist es vorbei. Ja, nach einer ganz schwachen zweiten Hälfte ohne wirkliche Chance, abgesehen nach der Ecke durch Stindl, verlieren wir den European Shield, das Finale gegen den FC Turin mit 1:0. Ich muss mich noch an Legende gewöhnen, ich muss mich noch an FIFA 17 gewöhnen. Ich hoffe, das nächste Mal wird es besser, aber das war natürlich nichts. Schade für uns auf jeden Fall. Ich hätte gerne den Titel gewonnen in der Saison jetzt hier. Einige haben übrigens gefragt, warum nicht Champions League? Ganz einfach, ich mache das immer so. Ich stelle immer am Anfang der Saison stelle ich immer den internationalen Wettbewerb aus in der ersten. Ja,
Goldenes Tor erzielt von Moretti, der Innenverteidiger. Und jetzt dürfen sie gleich den Pokal in den Himmel recken. Natürlich ein bisschen inszenierte Pokalübergabe hier. Sieht genauso aus wie sonst auch mal, wenn die Meisterschaft gewonnen wird. Aber sie haben sich's verdient. Und jetzt wird Joel Obi, der eingewechselt wurde, den Pokal in den Himmel recken. Und es gibt ein schönes Feuerwerk und wahrscheinlich noch eine wunderbare hier Konfetti und so ein Bums. Sieht schon ganz schick aus, muss man ja sagen. Martinez, da ist die 17, der wurde wohl doch noch eingewechselt. Aber wie gesagt, schade für uns, wir skippen das jetzt auch, das wollen wir nämlich nicht mehr sehen. Im Endeffekt, ja, mehr Ballbesitz und dadurch die besseren Chancen rausgespielt. Ganz, ganz schwache Leistung teilweise von uns, gerade offensiv ging da nicht viel. Eventuell müssen wir da tatsächlich doch mal umstellen. Weiß ich noch nicht, ob ich wirklich mit Dreierkette spielen möchte. An sich könnte ich es mir vorstellen, aber ist halt die große Frage, was würde ich durchziehen. Kommt natürlich jetzt auch auf die Personalsituation, ob da Hut und Hahn länger ausfallen. Ja, da unten steht schon, zwei Spieler verletzt, Transferangebot für Mahmoud, für Mamadou Doucouré. Auger würde den gerne ausleihen. Weiß ich nicht. An sich ist es, ja doch, machen wir. Machen wir, leihen wir aus für eine Saison an Auger, weil im Notfall können wir noch einen Innenverteidiger holen oder haben Nachwuchs theoretisch. Ich soll übrigens noch einen Jugendscout holen, habt ihr gesagt. 3 Monate für André Hahn gebrochener Knöchel, 4 Wochen Gott sei Dank nur für Mahmoud Daoud verstauchter Knöchel, aber bitter natürlich, dass Hahn jetzt so lange ausfällt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, sollen wir Ersatz holen auf der Innenverteidigerposition, beziehungsweise, ja, sollen wir Ersatz holen auf der Innenverteidigerposition, abgesehen von Boskagli, sollen wir da noch irgendwen holen, weil wir jetzt Doucouré verliehen haben, wenn wir mit Dreierkette spielen, sollen wir mit Dreierkette spielen, was meint ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ja, Doucouré haben wir natürlich jetzt nicht mehr, aber Vestergaard, das heißt, den trainieren wir jetzt mal. Ich bin gespannt auf eure Meinung, definitiv, schreibt sie mir in die Kommentare, ich werde natürlich darauf Rücksicht nehmen in der nächsten Episode, wir haben überall C, weil jetzt rede ich gegen meinen PC hier gegen. Das ist in Ordnung, denke ich mal. Das sind keine schlechten Ergebnisse. Und nächste Episode geht es dann weiter mit Transfers. Unter anderem eventuell von Maxi Philipp und Josip Drimmitsch geht zu Berlin. Die haben das Angebot angenommen. Und Freiburg hat für Philipp angenommen. 6 Millionen. Ich mache einfach schon mal das Vertragsangebot, ob wir ihn wirklich annehmen werden. Das entscheidet ihr. Rotationsspieler wäre er in unserer Mannschaft. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Die Episode ist jetzt lang geworden. Ja, 27 Minuten, aber das ist dann halt nun mal so. Sollen wir eventuell die Halbzeitlänge auf 4 Minuten stellen? Sollen wir Innenverteidiger holen? Sollen wir Dreierkette spielen? Was meint ihr? Ich bin gespannt. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und checkt die Links in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.